Papa. Oh. Schönen guten Morgen. Wie ihr gesehen habt, habe ich ein paar Ausschnitte gehabt von dem Noah-Konzert. Da waren wir nämlich. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich habe es geliebt. Ich habe da so mitgefiebert. Ihr habt es ja gehört. Und habe mir auch was von Merchandise gekauft. So einen Anhänger. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich keinen zweiten mitgenommen habe am Nachhinein. Aber naja, ich habe jetzt ein süßes kleines Schild gebastelt, weil ich gerne meinen Vater überraschen möchte und ihn fragen möchte mit diesem Schild. Hoch. Ja, ob er mich zum Altar führen möchte. Und ja, meine beiden, ich habe mich jetzt entschieden, meine beiden Trauzeugen, beziehungsweise ja, Timo schneidet das alles raus, beziehungsweise ja, sag's einfach, ne? Meine beiden Trauzeugen bekommen eine Kerze und da wird dann noch gleich draufstehen. Ich hoffe, dass ich das noch so hinbekomme. Ob die meine Trauzeugen werden möchten. Wer das sein wird, werde ich jetzt noch nicht sagen im Video. Ihr werdet es dann, ich denke mal, im späteren Zeitpunkt sehen. Genau, ich hatte das gesehen gehabt, die Idee so bei verschiedenen Leuten und finde sowas eigentlich mal ganz süß. Ganz süß. Und ja, jetzt bin ich heute Abend noch eingeladen zu einem Geburtstag von einer guten Freundin. Und morgen fahren wir dann halt ja, in meine Heimatstadt. Und gucken mal, was wird. Ja, ich muss ja mal irgendwie meinen Vlog weitermachen. Ja, damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe mir bei DM ja welche bestellt gehabt für den Adventskalender. Ich werde jetzt gleich so ein paar Sachen einpacken, die ich habe. Unter anderem gibt es ja nur wieder Masken und so weiter, wie letztes Jahr für meine Kollegen halt. Haben die ja wohl ein bisschen gefeiert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe meinen No Cosmetics Adventskalender bekommen. Und ja, lieben wir mit der Hochzeit. Da gibt es immer Updates, Update-Videos. Also, falls ihr nichts verpassen wollt und für eure
für eure Hochzeit Spartipps haben wollt, gerne Kanal abonnieren und dann, ja, geht's für euch billiger weiter. ja, ich bin jetzt gleich noch, beziehungsweise ich muss mich nachher fertig machen, denn ich bin eingeladen zu einer Verabschiedung von der stellvertretenden Filialleitung bei uns in der Filiale und ich weiß nicht, ob ich was mitfilmen werde. Aber ich denke mal eher weniger. Wenn, dann werdet ihr das gleich sehen. Vielleicht in der Disco, denn wir gehen danach erst essen. Also gehen vorher essen, danach in der Disco und ja, ich weiß auch nicht, was ich zuerst machen soll. Vielleicht wird es einfach nur eine Kaki und vielleicht ein bisschen Müsli. Ja, Toni ist auf einen Rainbow Charity Family Event da, ich weiß nicht. Und genau. Eigentlich kann ich ja schon ein bisschen zeigen, ne? Also das sind die Sachen, die halt noch mit so reinkommen. Ja. Genau. Das werde ich jetzt gleich machen. Warum renne ich eigentlich da hin und hole einfach nicht die Sachen? Naja, ist ja auch egal. Genau. Ich bin so ein richtiger Etsy-Opfer geworden. Denn, ja. Lieben wir einfach, ne? Etsy und so. Naja. Wünsche euch viel Spaß bei dem weiteren Vlog. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder. So, ich habe jetzt fast alles fertig. Es sind jetzt jeweils 12 Tütchen. Das ist jetzt nicht so geil gelungen, aber naja. Dann ist es halt so. Aber ja, so reicht das auch erstmal. Ja, wieder zurück von der Arbeit. Ich muss jetzt noch ein Paket auspacken und ich denke mal dann verpacken, denn das ist ein Geschenk für die liebe Sandrina, Tonis Mutter. Und wir waren ja gestern, waren wir wieder schießen, also was heißt gestern, 24.10. vorgestern. Ich zeige euch mal mein Resultat und Tonis Resultat. Es ist mal wieder sehr witzig. Ich versuche euch mal ein paar Szenen noch einzublenden. Das bin ich mit so vielen Treffern. Und das ist natürlich Toni, der alles wieder zerrissen hat. Ja, und jetzt geht's noch ein bisschen am PC. Ich hatte wie gesagt Frühschicht. Ich werde dieses Video jetzt aber schon mal beenden. Es wird ein kleiner Mini-Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und yes. Lieben wir. In den nächsten Wochen, denke ich mal, werden schon die ersten ein, zwei Videos kommen mit den ja, Hochzeitssachen. Deswegen, wie gesagt, gerne abonnieren und ja, Daumen hoch da lassen. Kommentiert in den Kommentaren gerne mal, was ihr sehen wollt von der Hochzeit, von jetzt noch. Ja, nur würde ich mal sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss.